Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Nachdem wir ja beim letzten Mal gegen Marm verloren haben mit Azazel, leider, also gegen Marms Herz, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt einfach mal die fünfte Challenge, The Tank, also der Panzer, get in the box. Denn da spielen wir Magdalene, ne, what the fuck, okay, wir spielen Magdalene, eine sehr fette Magdalene, noch fetter als sie sowieso schon ist. Wir starten mit dem Yam-Herz, das wir jetzt auch gleich schon mal einsetzen können, weil wir nicht volle Leben hatten. Dann haben wir noch. Da oben links seht ihr übrigens noch den Seed, falls ihr das nachspielen wollt. Aber ich glaube, das ist immer dasselbe. Nee. Auf jeden Fall ist das eine Challenge. Naja, auf jeden Fall haben wir Bucket of Lard. Das gibt uns erstmal zwei Leben. Dann noch das Yam Heart, das uns jeweils um ein Leben heilt. Das ist unser Space-Item. Dann noch die Maske. Die schützt uns mit einer geringen Chance, dass Schaden, das von vorne kommt. Also Schaden, der gegen die Maske läuft, dass der abgeblockt wird. Und dann haben wir noch Thunder Thighs. Und das gibt uns auch nochmal ein Leben. Und dazu können wir alles plattwalzen. Wir können hier quasi einfach durchlaufen. Wie so ein richtiger Tank. Wie so ein richtiger Panzer einfach. Finde ich recht nice. Wir haben also richtig viele Leben und können einfach alles plattwalzen. Wird auf jeden Fall nicht so schwer sein. Wir würden da ein Zeichen wieder, ein Symbol freischalten. So wie bei den anderen auch. Wie bei den anderen Challenges. Und zwar heißt das diesmal Ansys oder Ansutz. Ansutz. Und ich sehe gerade, wir haben keine Bomben und Schlüssel und wir sind ziemlich langsam. Aber das sollte kein Problem werden. Ach, hi Last. Ich glaube, für dich sind wir zu langsam. Und wir brauchen keine Bomben, fällt mir gerade auf, weil wir überall durchlaufen können. Ja, nice. Dann können wir sogar alle blauen Steine öffnen. So, ich hoffe, der ist nicht zu schnell für uns, aber er läuft ja die ganze Zeit gegen die Steine gegen. Und daher helfen die uns sogar ein bisschen. Und wir kriegen eine Pille. Mit Pretty Fly. Nice one. Und mir hat jemand gesagt, nämlich der. Oh Gott, ich habe mir das aufgeschrieben. Tellurium, dass man, wenn man die Drücktaste gedrückt hält. Nee, scheinbar nicht. Kann auch sein, dass das jetzt nicht geht, weil ich mit Controller spiele. Dass wenn man die Drücktaste gedrückt hält, dann die Karten bzw. Pillen fallen lässt. Ich muss mal gucken, ob ich dann irgendwas mit dem Controller einstellen kann. Kann ich das hier auch? Options. Nee, geht anscheinend nur außerhalb des Spiels. Gut, dann verbessere ich das mal im nächsten Part. Ist hier kein Problem. Auf jeden Fall soll man, wenn man die Drücktaste gedrückt hält, irgendwie die Pillen oder Karten fallen lassen können. Das wäre ja ganz cool, falls man zum Beispiel so eine blöde Pille hat, die man sowieso nicht einsetzt, dass man die dann einfach liegen lassen kann. Dass man die nicht irgendwie aus Versehen einsetzen kann. Das wäre ganz cool. So, wir haben keine Schlüssel, sonst haben wir auch nichts. Allerdings haben wir genug Leben. Und wir können uns sogar unser Herz wiederholen. Oh. Das hat ja nur vier Räume, oder? Ich glaube, jeder Strich bedeutet einen Raum. Für das Space-Item, damit es wieder voll ist. Oh, wir sind aber echt richtig langsam. Aber diesen blauen Stein hier nehmen wir nochmal mit. Kriegen noch ein blaues Herz, sehr schön. Und dann können wir zu Famine, der uns ganz sicher wieder ein Cube of Meat gibt. Cube of Meat, du bist zu toll. Ich liebe dich, Cube of Meat. Achso, und Ansys, das wir hier freischalten würden, das Zeichen. Das macht, wenn man es hat, deckt es, glaube ich, die ganze Karte auf, sogar die Geheimräume. Das ist doch nice. Ich weiß allerdings nicht, ob es ein passives Item ist oder ob das irgendwie ein Trinket ist oder sowas. Das weiß ich gerade nicht. Die Zeichen, hatten wir schon mal so ein Zeichen? Ich weiß das gar nicht. Bestimmt. Keine. Doch, wir hatten schon mal das Löwenzeichen. Da hatten wir denn diese Löwenmähne bekommen. Das war auf jeden Fall ein passives Item. So, da war Famine tot, ohne dass wir ein Leben verloren haben. Und da ist der besagte Cube of Meat. Den können wir eine Etage weiter runter. Sind sogar ein bisschen schneller als die Zeit. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut. Oh. Können wir da auch durchlaufen? Nein. Gut. Ein Versuch war es wert. Haben wir trotzdem nicht mehr Leben verloren, als wir sowieso verloren hätten. Weil wir noch schnell genug da durchgelaufen sind. Als wir noch unbesiegbar waren. So, wissen wir auf jeden Fall, dass da blaues Feuer ist und wir eine Bombe brauchen, mindestens eine. Na komm hier, du Feuer, gib mir eine Bombe. Und wir wissen jetzt, dass wir nicht gegen Feuer laufen sollten. Das ist doch auch nicht schlecht. Da wäre noch eine Münze, hier ist noch ein Herz.
Ach komm, wir setzen Temperance hier hin. Können wir da zweimal gegenlaufen. Oder auch dreimal. Oder auch viermal. So, sehr schön. Ich glaube, wir sollten keine Herzprobleme haben und auch keine bekommen. Vor allem, wenn wir nur bis zu Marm kommen müssen. Habe ich das überhaupt schon erzählt? Bin ich mir gerade unsicher. Auf jeden Fall ist der Run zu Ende, wenn wir Marm besiegt haben. Also nur Marm, nicht Marms Herz. Und Marm ist jetzt nicht der schwerste Gegner. Aber ich hoffe, wir werden noch ein bisschen schneller, bevor wir da sind. Weil sonst ist das hier irgendwie doof. So, wir hätten eine Bombe, könnten damit in den Stachelraum wieder gehen. Und das blaue Feuer ausmachen und hoffen, dass da blaue Herzen drin sind. Und wir kämen dann an die Dämonenkiste ran. Ist jetzt die Frage, wollen wir das machen? Ansonsten brauchen wir ja die Bomben eigentlich nicht, nur für Geheimräume. Ist eine Überlegung wert, ne? Ach, die können wir auch einfach... Ja, gut. Da können wir auch einfach rüberlaufen und dann gehen die auch kaputt. Wir sind halt ein richtiger Panzer, ja, ja. Ach, wir haben keinen Schlüssel. Oh, kein Schlüssel für uns. Da haben wir einen Schlüssel. Und wir haben auch genug Geld, das heißt, wir gehen auf jeden Fall rein. Hä, wieso liegt da oben noch Geld? Hm. Und wir kriegen das PhD. Damit wären auf jeden Fall alle Pillen gut. Nehmen wir mal mit. Und wir kriegen noch eine zweite Pretty Fly und eine Speed... Wo kommt die denn jetzt her? Ha, egal, wir haben Speed Up. Das, was ich mir gewünscht habe. Nice one, wir machen noch kurz den Scheiß auf mir oben kaputt. Da war leider nichts drin. Und dann gehen wir erstmal zum Boss und dann gehen wir in den Stachelraum. Denn da verliere ich dann lieber mein blaues Herz an den Boss statt im Stachelraum. Ist eigentlich egal, egal. Egal, egal, egal. Los, hüpf. Nein, wir sind zu langsam. Obwohl? Nee, geht. Okay. Ja, Monstro. Stirb. Oh, wir haben schon drei Sachen um uns rum. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt sind wir erstmal durch die drei Sachen geschützt und dann noch durch die Maske. Von vorne auf jeden Fall, da wo wir gerade hingucken. Sollten wir auf jeden Fall nicht so oft von Geschossen getroffen werden. Das ist mehr als nice. Ich könnte mal ausprobieren, ob ich einfach gegen seine Spuckdinger gegenlaufen kann. Ob mir das dann wehtut, weil wir ja die Maske haben. Und was bist du Schönes? Tears und Shots wieder. Nice. Und der Bettler. Oh, wir kriegen so viele Leben. Da lohnt sich der, glaube ich, wirklich. Der Dark Bum. Der Teufelsbettler. Da. Dann kann er hier gleich mal das Herz einsammeln. So. Und gibt uns dafür leider gar nichts. Aber wieso ist da oben noch eine Münze? Ach, hä? Nee, wir kommen doch eigentlich überall ran. Momentchen mal. Ja, jetzt sind wir wieder sau langsam. Das mit der Zeit schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ach so, da war ja was. Deswegen kamen wir da nicht ran. Ja gut, jetzt ist unser schwarzes jetzt eh schon weg. Dann können wir auch nochmal in den Stachelraum. Ich wollte eigentlich nicht in den Stachelraum, weil wir halt nur ein halbes schwarzes Herz hatten. Aber jetzt ist das auch egal. So. Kriegen gar nichts. Nein! Toll! So ein Mist. Gut, das hat uns 0, gar nichts gebracht. Dann gehen wir noch kurz in den Arcade rein. Warum nicht? Vielleicht gibt er uns ja ein bisschen Herzen. Oder Bomben. Oder Schlüssel. Na, gibt es uns was? Tatsächlich. Yay! Dankeschön! Und genau deswegen ist der Bettler cool. Er kann eigentlich alle Herzen einsammeln, weil wir ja das Yamhart haben. Und wir haben zwei Schlüssel bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir sind so sau langsam. Aber wenigstens müssen wir Maggies Gesicht nicht sehen. Das ist doch schon mal etwas Positives. Da ist die Maske schon hübscher. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. In der uns schreckliche Sachen erwarten. Wie zum Beispiel Pfützen, die aussehen wie ein Zahn. Nein! Die Pfützen, die aussehen wie ein Zahn, sind die schlimmsten Pfützen, die aussehen wie Zähne. Ja. Was die immer alle essen, das ist voll widerlich. Wer ist denn bitte Fliegen? So, die kann ja nur gut sein. Lackab, wieso sehen wir eigentlich jetzt schon, was da drin ist, obwohl wir noch keine Lackabpille hatten? Macht das PhD auch? Das wäre ja interessant.
Wenn das PhD gleich anzeigen würde, was die Pille denn ist. So, wir machen mal alles kaputt. Sehr schön. Erstmal aufräumen hier. So, wir können wieder unser Yamhart einsetzen, wenn wir wollen. Aber für ein halbes Herz lohnt das natürlich nicht. Na komm, stirb. Dankeschön. Ihr auch alle? Sehr schön. Wir haben Schlüssel. Wir haben allerdings nur eine Münze. Schauen wir vielleicht später nochmal rein. Jetzt haben wir auf jeden Fall 4 Münzen. 4 Münzen für uns, für Maggie. Und noch eine Pille. I can see for... Oh yeah. Aber wir haben leider nur eine Bombe. Wir brauchen mehr Bomben. Da sammelt das Herz ein. Gibt's uns was? Nö. Warum nicht? Bam Friend, gib uns was. Na gut, wir setzen das mal ein. Ach so. Oh, nice. Nimm sie alle. Ja. Perfekt. Wir werden so viele blaue Herzen bekommen. Hier, nimm das auch noch. Und, wie viel gibst du uns? Ernsthaft, rote Herzen, die du gleich wieder einsammelst? Willst du mich verarschen? Wahrscheinlich kann er uns hier drinnen nur die Dinger geben. Toll. So, gib uns was, danke. Gut, das hätten wir anders machen müssen. Merken wir uns, wenn wir das nächste Mal wieder so einen Raum finden und den Bambadi haben, dass wir ihn alles aufsammeln lassen und dann aus dem Raum rausgehen. Weil anscheinend in diesen Räumen nur rote Herzen spawnen können. Interessant zu wissen. Ob das jetzt ein Bug ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Gut möglich. Aber ist auch nicht schlimm. Nee, zieh mich nicht ran. Nein, und kotz mich auch nicht voll. Wir teilen eine Leidenschaft. Wir sind beide fett. Boah, machen wir wenig Schaden. Oder er hat einfach nur richtig viele Leben. Au, au, au. Das war knapp. Wieso tust du das? Okay, die Hälfte haben wir geschafft. Oh, nee. Ich will kein einziges Leben bei dir verlieren. Du bist nämlich gar nicht so schwer. Wie du aussiehst. Na doch, du bist schwer. Du bist ziemlich schwer. Aber nicht von der Schwierigkeit her, sondern nur von deinem Gewicht her. So. Der sollte mal Hungerspiele betreiben. Meine Güte. Ach, das ist ein Baby, oder wie? Oh, dann bist du süß. Dann habe ich nichts gesagt. Hier. Nee, warte, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Wir nehmen auch den blauen Dings. Shot Speed Down. Aber dafür schießen wir schneller. Und wir kriegen Brimston und ein 4-Item. Und ein 4-Item. Wir haben genug Herzen. Wir könnten die auf jeden Fall einsetzen. Ja, 4 ist cool. Aber Brimston ist auch cool. Hm. Aber Brimston mit 4 bringt natürlich nicht so viel. Also um das zu erklären, 4 macht halt, dass die Gegner weglaufen, wenn man sie trifft, mit einer Wahrscheinlichkeit. Und Brimston ist halt dieser Laser. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Oh Gott. Eins von beiden muss ich mitnehmen. Sollte ich mitnehmen. Ich meine, wir schießen jetzt... wir nehmen Brimston mit. Ich weiß nicht, ob 4 dann auch was bringt. Das ist die Sache. Mit dem Brimston. Eigentlich nicht. Aber wir müssen es irgendwann einsammeln. Weil wir sonst... Ja, weil wir sonst nicht alle Items haben. Nehmen wir es mit. Wir nehmen es irgendwann anders mit. Wir haben jetzt schon den Brimston. Ich glaube, da brauchen wir nicht noch diesen 4. Aber wir müssen auf jeden Fall noch den goldenen Raum finden. Da kann ja auch nochmal wieder was Gutes drin sein. Und endlich haben wir auch mal einen vollwertigen Brimston. Yay! Oh, wäre das episch, wenn wir jetzt irgendwas Cooles mit dem Brimston... Oh, hallo Geheimraum. Irgendeine coole Synergie erschaffen könnten mit dem Brimston. Das wäre richtig toll. Und jetzt kommen wir sogar kostenlos hier in den Raum. Das ist auch nicht schlecht. Und wir nehmen... nix mit. Kriegen aber noch ein blaues Herz. Ja gut, wir haben so viele Herzen, dann müssen wir auch nicht das andere Herz hier kaufen. Das passt so. Was haben wir hier? Ein paar einfache Gegner, da hast du noch ein halbes Herz. Gibst uns nichts dafür. Puh. So einer bist du also, ja? Oh, geht das jetzt über den ganzen Raum?
Das wäre richtig episch. Ich glaube aber schon. Okay, aber das war eh nur ein halber Raum irgendwie, obwohl das so ein großer Raum war. Ganz schön viel schwarz. Hallo. Hallo, alle mal bitte in eine Reihe aufstellen. Vielen Dank. Gut, die Batterie bringt uns jetzt natürlich überhaupt nichts. Hier sind sogar zwei Batterien. Wie, du gibst uns immer noch nichts. Was ist denn los mit dir, Bettler? Was ist denn los mit dir? Oh, okay. Gabby's Tail! Nice one. Ich liebe Gabby's Tail. Wäre auch nice, wenn wir irgendwann mal wieder Gabby werden würden. War ich nämlich bisher auch noch nicht wieder. In diesem Spiel noch gar nicht. So. Nix. Nix. Nice. Gabby's Tail. Dadurch bekommen wir, glaube ich, mehr... nicht mehr Räume. Mehr Kisten. Die Chance, dass Kisten spawnen, ist höher. Aber wir haben jetzt immer noch nicht den goldenen Raum. Dann wird der wohl der Recht sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Oder nicht? Gibt es einfach keinen goldenen Raum? Na los. Du willst aufgehen. Naja, immer eine goldene Kiste. So. Hä? Gibt es wirklich keinen goldenen... Ah, es ist eine Challenge, natürlich. Wir hatten auch in den anderen Ebenen keinen goldenen Raum. In den Challenges ist das ja meistens so. Oh, wie gerne würde ich fliegen. Dann müsste ich hier nicht diese Umwege laufen. Haben wir den Boss schon besiegt? Ich glaube, ja. Ja, gut. Stimmt, wir haben ja den Bimsten bekommen. Beim Teufel. Die Zeit ist schon wieder meilenweit entfernt, aber ist ja auch egal. Das machen wir irgendwann mal extra. Oh. Das fand ich eigentlich ganz nett, wie ihr da eben alle standet. Oh, das ist nett. Nice. Aber ich glaube wirklich, das geht über den ganzen Raum. Ich kann es jetzt halt nicht beurteilen. Ich kann ja nicht bis zum Ende gucken. So. Achso, hier ist gar nichts. Schade, schade. Auch schade, dass unser Bettler nicht einfach unser Yamhart nehmen kann, wenn wir das einsetzen würden. Warte, können wir es? Ach, man kann es trotzdem einsetzen, auch wenn man es nicht nehmen kann. Okay. Das ist ja auch interessant. Gluten-Toni! Hi! Du bist größer geworden. Und du kannst... Hey, wieso klingt dein Ding cooler als unser und wieso kommen wir da nicht ran? Nein, Lebensupgrade. Ich will da ran. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Leiter oder so. Im letzten Shop hatten wir eine Leiter. Aber die konnten wir uns nicht leisten. Nicht so wie heute. So, du auch noch. Sehr, sehr gut. Auch nichts drin. Was haben wir hier? Zwei schwarze Herzen. Zwei schwarze Herzen. Und bitte eine... Na, shit. Gut, das ist das anders... Nee, Book of Shadows. Das ist ein... Dingensschild und damit können wir jumpen. Jumpen ist eigentlich ganz cool. Wollen wir jetzt lieber das Yamhart mitnehmen oder jumpen? Mit dem Jump kommen wir auch darüber. Moment, Moment. Machen wir gleich, wenn wir ein Leben verloren haben. Ja, ich hätte erstmal einen Brimston aufladen sollen. Oh Gott. Gut, jetzt haben wir ein Leben verloren. Den können wir auch das Herz mitnehmen. Dann haben wir das nicht vergeudet, verschwendet. Vergeudet, verschwendet? Hallo. Lass mich darüber. Lass mich darüber. Danke. HP ab. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich glaube, ich will diesen Hüpfer nicht haben. Oder doch? Ah, wir behalten ihn erstmal. Wir können ja mal gucken, was wir damit anfangen können. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Oh Gott, nein, nein. Au. Wieso gehe ich nochmal rein? Ihr Blödkopf. So. Cool, keine Leben verloren. Und wieder Gabbys Collar. Das heißt, wir brauchen nur noch ein Gabby-Item. Dann werden wir zu Gabby. Das ist auch nicht schlecht. Und dann haben wir den Boomerang. Den wollen wir aber nicht haben. Wir wollen auch die Bombe. Wir wollen gar nichts hier. Wir wollen gar nichts. Wir lassen das alles da. Haben wir wieder ein Eternal Life.
eventuell. Ein Fragezeichen, Eternal Life haben wir. So. Kannst du einsammeln? Und gibst uns nichts dafür. Puh. Nie gibt er uns was. Nie. Auch nix. Wieso kriegen wir nix? War aber, glaube ich... Lol. War aber, glaube ich, gut, dass wir den Wimpsen mitgenommen haben. Und wie es aussieht, sollten wir vielleicht doch alle Steine kaputt machen. Die wir so finden. Weil da scheinbar doch was drin ist. Oh, verdammt. Lass mich darüber. Ich will darüber. Danke. Eine Pille, die nur gut sein kann. Eine Telepille. Okay. Schauen wir mal, was wir damit machen. Eigentlich müssen wir uns hier auch gar nicht so lange aufhalten, weil wir eh nur zum Mar müssen. Ach, egal. Welche Ebene ist das? Die vierte oder die fünfte? Oh. Nam, 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 nam. Pilze sind lecker. Ach, in den Pilzen kann... Ja, überall kann einfach was drin sein. Wieso sagt mir das keine? Das wusste ich nicht. Da waren einfach zwei Pillen drin. Und die können ja eigentlich... Speed up! Oh, das brauchen wir. Das brauchen wir dringend. Und noch eine vierte Pretty Fly. Bringt uns leider gar nichts. Ist aber ja auch nicht so schlimm. Und wir kriegen Gertie. Der auch andere Geräusche macht. Wieso ist mir das beim ersten Mal nicht aufgefallen? Der macht ja voll die ekligen Geräusche. So, wir warten jetzt einfach immer, bis er irgendwas spawnt. Und vernichten das dann. Instant. Ja, ja, so geht das. Dann verlieren wir auch keine Leben. So. Gut, dass der Brimston überall durchgeht. Ach ja, Gertie, denk dir mal was anderes aus. Wieso kannst du nicht nach hinten schießen? Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre mal innovativ, Gertie. Nach hinten schießen. Du musst über deinen Fettrand hinausschauen. Eine Spritze. Damage up und Range up. Damage up? Nice. Machen wir jetzt noch mehr Schaden, das wäre auch gut. Den Challenge-Raum können wir nicht. Ja, wir brauchen auch gar nichts. Wir haben volle Leben, wir haben alles. Alles okay, alles perfekto. Und das war erst die vierte Ebene. Wow. Gut, wir sind ganz schön langsam unterwegs. Obwohl, ja, 20 Minuten. Wenn man schneller als die Zeit sein wollen würde, tun, dann hätten wir das in unter 20 Minuten beenden müssen. Haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber naja. Gibt's sonst was? Nee. Wir haben eh volle Leben. Er muss uns gar nichts geben. Das ist nice. Eine Bombe. Eine zweite Bombe. Ach ja, Bomben. Jetzt habe ich 13. Was haben wir hier? Nur so... Wow! Hi! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, der spuckt nur. Und dann macht er einfach genauso einen blöden Laser wie wir. Oh, eine Kiste. Mit einem Leben drin? Nein, mit einer Pille drin. Eine fünfte... Ne, vierte Pretty Fly. Jetzt haben wir vier Pretty Flies. Ihr seht sie nur nicht. Da kommen wir ganz easy ran. Bum, 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 bum. Gut, das sollten wir vielleicht nicht machen. Und wir können die Herzen nicht aufsammeln. Och man. Hi. Oh, das war die Familie Larry. Habt ihr gesehen? Schön. Die Familie Larry. Ja, ja. Du bist überhaupt nicht süß. Aber wenn du dich gleich aufteilst, dann bist du süß. Yay! Los, macht euer Geräusch. Los. Okay. Ja, dafür habe ich mich aber gerne treffen lassen. Da liegen ja sowieso noch zwei blaue Herzen rum. Was kriegen wir hier? Oh, hoffentlich wird das nicht alles... was ist passiert? Nix? Nix? Unsere Items haben wir noch alle? Wurde irgendwas verändert? Oder wird nur die Sache da ne?
Da war ja vorher was anderes im Raum. Wurde das einfach nur neu gewürfelt? Hier, nimm mal. Sehr schön, wir kriegen ja doch viel zu viele blaue Herzen. Als Tank kann uns einfach gar keiner was. Haha. Und wir sehen jetzt die ganze Map. Wo ist denn der Boss? Der Boss ist... Ne, sehen wir doch nicht. Wir sehen nur die Abzweigungen. Hier ist auf jeden Fall der Boss. Und was diese Dinger machen sollen, habe ich auch keine Ahnung. Egal. Hallo Monstro 2. Oh ja, da hat unsere Maske, glaube ich, was abgefangen. Warte, das möchte ich nochmal aus... Okay. Ja gut, das ist klar, dass unsere Maske so einen Laser nicht abfängt. Ich wollte gern, dass wenn er so eine Fliege macht... Ja, ich glaube, das ist gegen unsere Maske abgeprallt. Das wäre ja richtig cool. Und es ist ein Monstro, Leute. Wir müssen einmal unter ihn durchlaufen. Yeah! Wie sich das anhört. Einfach so ein Kampf. Wir sind hier nicht bei Star Wars, Monstro. Ach, du bist schon tot? Das ist ja doof. Schon wieder ein Teufelsraum. Und Speed und Damage up. Jetzt so langsam werden wir echt schnell. Nein, ich will. Yo, teleportieren uns einfach in denselben Raum nochmal. Ist okay. Und gar nichts Gutes, okay. Teufelsraum, der nichts Gutes gegeben hat. Dann gehen wir einfach in die Marmebene. Einfach in die Marmebene. Oh Gott, die ist so groß. Wo wird sie sein? Sie wird sein. Unten. Ich sag unten. Ich sage, Mom ist unten. Oh, was ist das? Das will ich haben. Gib mir das. Rosary Bad. Faith up. Okay. Okay. Wir haben Faith up. Das ist doch schön. Oh, ich hoffe, wir finden noch einen Automaten. Wenn ich ehrlich bin. Wo wir ein bisschen, aua, Geld spenden können. Das ist auch cool. Warte, was war das? Nee, Lockpicking? Ah, nehmen wir das mit. Ist auch egal. Wir können ja eh machen, was wir wollen. Ich glaube, wir haben genug Herzen. Da, sammeln ein. Und das hier oben auch. Und? Ja gut, brauchen wir trotzdem nicht. Denn setzen wir, glaube ich, die Telepille ein, weil wir hier falsch sind. Ja, meinst du Telepille? Die Telepille hat gesprochen und sie war richtig. Telepille weiß immer, wo der Boss ist. Nein, ist nicht so, aber diesmal wusste sie es. Oh, jetzt müssen wir da rüber hüpfen. Oh, hi. Ja, komm, nehmen wir den mit. Nee, was? Ah, oh, dann kommen wir ja nicht mal weg. Wir können den nicht mal mitnehmen. Verdammt. Hallo, Mom. Ja, hi. Ich hab dich lieb, Mom. Mama, ich hab dich lieb. Hüpf. Hüpf. Gut, also Mutter besiegen wir auf jeden Fall richtig easy. So. Hälfte ist schon weg, ihre Leben. Wir hätten bestimmt auch Moms Heart mit diesem Kit besiegt. Mit den ganzen Items, die wir hier haben. Glaube ich, wäre das easy gewesen. Und wir kriegen noch den Jesus Juice und haben 12 volle Herzen. Juhu! Unser Pokal! Und haben die Rune of Ansys freigeschaltet, wie gesagt. Sehr gut, jetzt haben wir auch die 5. Challenge. Ja, wie gesagt, die 4. Challenge haben wir halt noch nicht freigeschaltet, weil wir anscheinend die Items dafür noch nicht gefunden haben. Müssen wir dann erstmal finden. Und dann bleiben ja noch... Wie viele sind das? 16 Stück, die wir noch nicht gemacht haben. Oha. Echt heftig, wie viele es da gibt. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann erstmal fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.